und damit ein herzliches Glück auf und willkommen zurück. Im letzten Teil haben wir hier oben einen Baum gefällt. Mittels Sprengstoff, aber ist ja egal. Und jetzt zeige ich euch, warum haben wir sowas Grausames getan. Wenn ich nicht die falsche Taste drücken würde. Ist eigentlich einer von hier oben bekannt? Ich glaube nicht. Hier. Sicher, dass du nicht meiner Besatzung beitreten willst? Wie ich bereits sagte, Guybrush. Nicht bevor du mich im Stammwurf besiegt hast. Das krieg mal hin. Wo ist es denn? In der Schule war ich beim Stammwurf immer der Schlechteste. Vielleicht liegt es daran, dass du noch nicht den rechten Bezug zur Sportart gefunden hast. Weißt du, der Stamm ist ein großes Stück Baum. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Hi, aber mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Gut, dann machen wir das mal. Klingt toll. Fangen wir an. Ich habe gewonnen. Beim Toupet meines Großonkels McManus. Niemals zuvor habe ich solche Stärke gesehen. Sicher komme ich in deine Mannschaft. Ich warte im Laden, bis du bereit bist zu gehen. Ich brauche noch 2 Seeleute für meine Mannschaft. Yay. Dann Zettel und Stift. Können wir uns doch gleich mal den nächsten. Wenn ich nicht die falsche Taste gedrückt hätte. Sind Sie sicher, dass Sie meiner Mannschaft nicht beitreten möchten? Ich habe es dir gesagt. Nicht bevor du mich genügend beleidigt und in einem Duell besiegt hast. Kriegen wir hin. Ich möchte Sie nicht beleidigen. Warum können wir nicht einfach so loslegen? Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Da. Nun, es gibt eine Herausforderung. Auf zum Feld der Ehre. Yay. Wähle deine Waffe. Ja, ich weiß, es läuft ins Leere, aber... Blöder Hund. Ich wähle diese Pistole. Wenn ich sie besiege, werden sie dann in meine Mannschaft kommen? Die Chancen, dass du mich schlägst, sind so astronomisch gering, dass ich diese Wette annehme. Aha! Und wieder habe ich bewiesen, dass ich der größte Duellant der Welt bin. Wirklich? Habe ich Sie nicht bereits genug beschämt? Nein, Sie haben mich nicht einmal ansatzweise beschämt. Dann zurück zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Ja, jetzt machen wir es mal richtig, ja. Wenn ich die richtige Taste drücken würde. Ich wähle das Banjo. Akzeptiert. Ehrlich? Thank you.
Du bist ziemlich gut, Junge. Mal sehen, ob du da mitkommst. Er ist gut. Ich werde ihn nie schlagen. Nicht so pessimistisch. Melodie. Hab ich die? Ja, hab ich. Was? Du hast mein Banjo erschossen! Seien Sie sich da nicht so sicher. Der Schuss könnte von diesem grasbewachsenen Hügel gekommen sein. Bei allen miesen Tricks! Ich habe noch nie von so etwas Niederträchtigem gehört. Ich habe dich völlig falsch beurteilt. Du bist wirklich ein Pirat. Ich wäre stolz, in deiner Mannschaft zu sein. Großartig! Ich packe nur diesen Kram ein und mache mich fertig. Und gib mir meine Kanone wieder. Ich brauche noch einen Seemann für meine Mannschaft. Yay! So. Wie ging das jetzt gleich? Da zweifle ich immer ein bisschen. Vielleicht damit? Was soll ich denn damit machen? Ich habe dir gesagt, du sollst wiederkommen, wenn du Gold gefunden hast. Es ist goldbraun, wahrscheinlich köstlich. Probier es weiter. Das sind Kämme, die in diesem blauen Zeug schwimmen. Nein. Wissen Sie, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Ich glaube, wir... Ja, jetzt stehen wir uns näher. Achso, okay. Wie hast du das gemacht? Ach, das war gar nichts, wirklich. Nur ein kurzer Druck unterhalb des Brustbeins, um einen Fremdkörper aus der Luftröhre zu vertreiben. Das ist erstaunlich. Ich verdanke dir mein Leben. Von nun an. Ja? Von nun an soll das als Shreepwood-Manöver bekannt sein. Okay. Na. Aber trotzdem willst du nicht in meine Piratengruppe. Schade. Dann organisieren wir dir eben dein Gold. In einer Langeweile. So. Hätten Sie gerne diesen Kieferknacker? Ich danke Ihnen. Autsch! Ich glaube, ich habe meinen Goldzahn verloren. Ich wusste, dass Süßigkeiten schlecht für meine Zähne sind. Aber es knackte schön und war ein Fest für den Gaumen. Ab jetzt bleibe ich bei fleischigerem Essen. Etwas Kaubares. Nun, auf ein neues. Ich könnte jetzt gut was zum Kauen gebrauchen. Ja, haben wir doch alles da. Da. Mögen Sie einen Kaugummi? Danke. Das ist wirklich guter Kaugummi mit Steakgeschmack. Von der einen Backe in die andere Backe. Und jetzt die Voodoo-Nadel. Sie kleiner Schlingel! Da haben Sie dem alten Captain Blondbart aber einen lustigen Streich gespielt. Weiß ich doch. Dein Goldzahn. In Kombination mit... Dieser Goldzahn würde hier nichts nützen. Gut. Der Kaugummi ist zu hart. Verflixt. Nein, er würde sehen, wenn ich ihn werfe. Würde er nicht. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen.
Ja, gut. Wird wohl also doch nichts mit dem kompletten Teil hier, oder? Schmeckt wie ein Lendenstück. Der Goldzahn ist im Kaugummi. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Okay. Okay. Damit klingt meine Stimme richtig lustig. Wenn das nur so leicht gehen würde. Cool. Warten Sie eine Sekunde. Haben Sie meinen Goldzahn? Nein. Lassen Sie mich sehen. Sie haben ihn nicht. Verdammt, ich muss mir einen neuen bestellen. Ich frage mich, wo der Zahn hingefallen ist. Hat man doch gehört, Mensch. Jung. Das ist der Goldzahn. Und dann zurück zum Barbierpiraten. Mensch, da haben wir ja alle drei Mitglieder in diesem einen Teil erwischt. Verrückt. Sieh dir das an. Ist das echtes Gold? Sieht so aus, als könntest du tatsächlich Schätze finden. Also kommen Sie in meine Mannschaft? Sicher, solange meine Partner mitmachen. So, jetzt ist meine Mannschaft komplett. Ja, gut, weiter. Schöne Stiefel, was? Entschuldigung. Hey, sieh dir das an. Ich hab echt dicke Knochen. Oh, oh, still. Da ist Captain LeChuck. Wir Flaschen! Setzt die Segel! Wir fahren jetzt nach Monkey Island! Ich werde meine gesamte Armee der Untoten entfesseln! Und diesmal wird Elaine mir gehören! Ah, Elaine! Das wird ein süßer Tag in der Hölle, wenn du den feurigen Atem meines Kusses auf deinen Lippen spürst und meine untote Braut wirst! Jeden, der sich mir dabei in den Weg stellt, werde ich vernichten. Ihr leidenden Seeleute, ist es nicht herrlich, tot zu sein? Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch, hier hinzugehen. Guybrush ein bisschen anzutreiben. Und im nächsten Teil versuchen wir uns dann ein Schiff unter den Nagel zu reißen. Wie wäre es einfach mit dem hier? Das reicht uns doch. Wir sind doch bescheiden. Und wir machen dasselbe wie jedes Mal. Ihr lasst einen Kommentar da, ihr lasst einen Daumen da und ihr teilt das Video. Und wer es immer noch nicht getan hat, drückt die Glocke. Na dann, bis zur nächsten Woche.